Ach, da ist er. Di, 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 di. La, 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 fupp. So, der Anruf war tatsächlich für mich. Damit hast du deine Wette quasi schon verloren. Ich? Ja, dass es mehr Folgen werden als 6 Stück. Okay. Weil da der Anruf für mich war, werde ich wohl in Bälde mal dicht machen müssen, denn wenn die explizit für mich anrufen, dann ist es wohl wichtig, weil ich bin wichtig. Geil, wa? Das war ja, ja. Super formuliert. Du bist mein Held. Ja, aus dem Erdbeerfeld. Ha, 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 ha. So, jetzt warte ich die zwei Steinchen hier noch ab und dann dürften die Öfen systematisch fertig sein. So, einer noch. Dann müsste das ja alles passen. So. So, mein Freund, jetzt ist der Ofen aus. Merkst du? Mhm. Jetzt ist der Ofen aus. Fling. Fling. Oh, hier noch nicht so. Hier ist der Ofen sogar noch an. Das ist ja unglaublich. Wie kommt denn sowas zustande? Und flip. Alter, wenn dir das nicht genug Cleanstone ist, was ich jetzt hier gerade eben extra für dich fabriziere. Ich brauch nicht viel. Das ist mir wurscht, ob du viel brauchst. Wenn dir das nicht genug ist, dann machst du deinen Kram künftig selber. Ja? Nur damit wir Bescheid wissen, mein Freund. So. Zack. Ich brauch nicht die Linie, bring mal Cleanstone in den See. Also wenn ich jetzt hier nicht unbedingt genug Material zusammen habe, dann ist was verkehrt. Hier ist sogar noch ein Stück Kohle drin. Meins. Meins. Flop. Na komm schon. Komm. Komm. Flop. Glasblöcke wären auch nicht schlecht. Alter. Hey, du bist doch noch da. Alles gut. Ich will dir keine Glasblöcke bringen. Ich bin doch hier nicht der Postbote, Mann. So. 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 Und flupp. Tada. Komm sofort hierher. Und lass die Fackeln in Ruhe. Du kannst da noch Barrels hinstellen. Mach da Barrels hin. Ich habe keine Barrels mehr, die ich da hinbringen könnte. Dann kannst du Fackel hinmachen. So, komm sofort hierher. Jetzt will ich dir erstmal ein bisschen Material zuwerfen. Oh, viel zu viel. So, pass mal auf, ich habe hier nämlich noch was für dich. Mein Inventar ist voll. Jetzt habe ich hier noch so ein kleines Geheimnis für dich. Mein Inventar ist voll, danke. Nix kannst du, weil du nix kannst. So. Hab wieder ein bisschen Platz. Hopp, da. Das ist meine. Jetzt nicht mehr, da. Alter! Was denn? Da! Danke. Ah, ist voll. Was soll denn das da? Hä? Was soll was? So. Das ist Holzkiste. Natur. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt schon. Jetzt nicht mehr. Doch. Die. Die. Wo haben wir denn die Dingens hingelegt? Die? Die Bacon Portal Gun. Die haben wir hier. Komm hier, bau aus. Hm? Scheiße.
Du darfst jetzt zurückgehen. Ja, und das ist nicht schlimm. Mach voran da jetzt. Los. Alles klar. Gut, weißt du Bescheid, ja? Ja. Gut. Das ist natürlich nicht so optimal. Ich sag einfach nichts. Das ist auch besser so, weil du hast nichts zu sagen. So, jetzt hast du es. Der kommt da jetzt weg. Der passt da nicht hin. Also wie du, oder was? Ha, 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 ha. Du bist sowas von witzig. Ja, ne? Ich weiß. So, manchmal... So, du hast hier Barrel. Dann hier Barrel. Dann hier. Barrel. Da. Ist da. Wie er baut, ist natürlich schon mal genial, weißt du? Wo bist du denn? Auf dem Weg. Achso. Portal setzen und so. Achso. Du machst das ja nicht. Yep. Was aber nicht zuletzt daran liegt, dass er einfach zu viel Schiss hat, weißt du? Er hat einfach Angst, sich zu verlaufen. Und dann heult er wieder. Und ach, ich musste ihn ja vorhin auch schon zu mir teleportieren. Er hätte mich nie im Leben gefunden. Natürlich hätte ich. Ja, ja, vor Aufnahme stand, ich weiß nicht, wo du bist. Das stimmt doch gar nicht. Klar. Du bist ein so gemeiner Mensch. Ja, manchmal schon. So, der erste Barrel ist in Benutzung. Na toll. Also ich stelle sie dann mühevoller Kleinarbeit hin und er schmeißt einfach sein Gelumpe da rein. Ja, bring noch ein paar mit. Ich hab keine mehr. Dann bau. Dito. Wolltest du nicht Eisen brennen? War da nicht was? Du hast keinen mitgebracht. Wieso sollte ich denn was mitbringen? Da war ein Portal, was dich direkt heimbringt zum Eisenbrennen. Ja, jetzt nicht mehr. Das ist gleich wieder da. Also brennst du Eisen. So, jetzt hast es. So bösartig wie du bist. Musst du eines da. Dafür wirst du brennen. Ja, das Eisen. Ha. Nee, der kommt da weg. Barrel. So. Ich dachte schon, du wolltest irgendwas Sinnvolles mitteilen, als du gemacht hast, aber... Hab ich doch, dass er da wegkommt. Naja. Okay. Wir sollten es... Das sieht cool aus. Ich hätte doch 2 Stockwerke drauf machen sollen. Hättest du ruhig mal sagen können, ich bring die Barrels mit, wir machen daraus ein kleines Lagersystem. Dann hätte ich gesagt, okay, wir machen noch eine 2. Etage drauf. Ja, hätten wir aber. Weißt du. So. Das machen wir jetzt auch. Und zwar. Screenshot. Wo führt denn nochmal das Portal am Baum hin? Achso, in den Rohstoffschacht. Schwimm, schwimm, paddel, paddel, paddel. Prockteln, paddeln, paddeln, prockteln, was? Paddelgun. Eine Paddelgun? Ja, eine Paddelgun. Eine Paddelgun, ist auch nicht schlecht. So, wir machen das dann. So. So, jetzt ziehen wir ihn Gürtel zu Hause und dann setzen wir das Portal neu, weil ich mich ja mal wieder verklickt habe, was sehr häufig passiert. Wenn es was gibt, was ich kann, dann ist es verklicken. Schafe, cool, gut zu wissen, dass da ein Winterbiom ist, wo ein Haufen Schafe rumlaufen. So, wie lange haben wir denn? Oh, ein paar Minuten haben wir noch.
Es wird schon wieder dunkel. Das ist ja unglaublich. Aber ich springe jetzt erstmal kurz heim. Da sehe ich schon Teile des Strandhauses. Da sind auch noch Betten drin, wenn ich mich nicht irre. Im Strandhaus? Ja. Ja. Was du ja auch noch nicht fertig gemacht hast. Ja. Ja. Baustellenhopping, weißt du? Mhm. Mein Hobby. Mach das richtig. Hops. Hey, jetzt ist die Fliege hier im Takt der Musik weggeflogen. Das klang vielleicht cool gerade. So, hier runter und ab dafür. Wir hatten die Bacon Gun dafür im Einsatz, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. So. Was hat er denn hier gemacht? Hä? Das ist ja voll assi. Was? Was ist voll assi? Naja, egal. Was ist voll assi? Ja, was soll denn der Scheiß hier? Was denn? Na hier, der Scheiß da. Eier? Im Boden versteckt? Nix Eier. Das ist ein Crafting-Table und keine Eier. Ja, korrekt. Im Boden versteckt. Wo sind denn schon wieder die Betten? Die habe ich eingesackt, weil... Stell sie auf. Junge. Junge. Warum hast du nichts gelernt? Richtig. Weil die Betten woanders da hinkommen. Woanders da? Anders da, ja. So. Schmuckel. Dedelelelele. So. Gut sieht's aus. Hier dein Brett. Vielen Dank. Okay, wir haben auf jeden Fall erstmal schon mal ganz gut Platz freigeräumt. Gut Holz eingesammelt. Das ist eine richtige Holzfäller-Arie hier. Gut, dann haben wir zumindest schon mal eine schöne Basis. Müssen wir uns mal eine dicke Höhle suchen, wo wir dann ein bisschen auf Höhlentour gehen, Werwölfe jagen und so. Jo. Deine Begeisterung schlägt Wellen. Yeah. Willst du hören? Wuhu, Werwölfe, yippie. Ja, geil, Werwölfe. Wuhu. Okay. Schön, dass du dich so freust, weil ich habe welche da. Ja, willkommen. Ja, klar, die können wir dann spawnen lassen und so. Wäre natürlich auch ein Hammer, so einen schönen fetten Werwolf-Spawner zu finden. Aber ich glaube, die haben gar keine eigenen Spawner. Weil das ist ja Mo Creatures. Genauso wie diese komischen Vögel, die hier Drasch machen ohne Ende. Plopp. Gut. Bauen wir aber noch ein bisschen Holz ab. Wieso habe ich eigentlich ein Bett bei mir? Weil du das eben abgebaut hast. Im Zustand meiner geistigen Umnachtung und der ewigen Verstrahlung habe ich ein Bett abgebaut. Yo. Mein Name ist Franz. Franz Bettenbauer. Na. Mann, was ist denn los heute? Der war echt schlecht. Ist ja scheißegal. Sie sind aber besser als deine, weil du reißt gar keine. So, jetzt hast du es. Du zehrst immer noch vom Dauerbrenner mit dem Hasen, der nach Norden läuft. Nein. Doch, tust du. Nein. Du hast keinen besseren gerissen. Und den hast du noch nicht mal im Let's Play gerissen. So, ich hätte gerne mal dein Bett.